Das Reisen hat bis heute, denke ich, nichts von seiner Faszination verloren. Neue Länder, andere Sitten, abtauchen in eine ganz andere Welt. Das ist es, was ich auch heute mit Ihnen teilen will und was ich auf dieser Reise zu erleben hoffe. Da drüben ist Italien und da hinten irgendwo ist Afrika. Und damit herzlich willkommen zu einer Reise, die man so nicht kaufen kann. Denn wer fährt schon mit dem Zug und dann per Boot von Stuttgart nach Nordafrika? Und das ist erst der Anfang. Denn dort in Tunesien geht es einmal quer durch das Land. Vom malerischen Bergdorf Sidi Bou Said über die Souks in Tunis und die Oasenstadt Tousseur bis hinunter nach Djerba. Und das alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ob das klappt, wissen wir noch nicht, aber ich freue mich auf dieses Abenteuer und Sie sind auf jeden Fall dabei. Ein Teil der Reise liegt schon hinter uns. Von Stuttgart ging es erstmal nach München und von dort mit dem Nachtzug nach Rom. Von Rom dann mit dem Schnellzug nach Salerno. Und dort haben wir heute Morgen diese Fähre bestiegen, die uns nun über Palermo nach Tunis bringt. Einen Tag und eine Nacht dauert die Überfahrt mit der Fähre. Dann taucht am Horizont die Küste Afrikas auf. Am 8. November 2022 laufen wir am 5. Tag nach unserer Abreise aus Stuttgart im Hafen von Tunis ein. Wir sind in Tunesien angekommen und sind schon mitten in Tunis, in der Medina, also in der Altstadt von Tunis. Hier befindet sich der Souk, also der große Markt. Und den schauen wir uns jetzt zusammen an. Es wird geklopft und gehämmert, gebraten. Es duftet nach Safran und Minze und zwischen all dem Trubel entdeckt man alte Koranschulen und kleine Innenhöfe. Und Kaffeehäuser wie Opiumhöhlen, in denen die Zeit langsamer geht. Und immer wieder führen steile Treppen hinauf auf lichtdurchflutete Etwa 20 Kilometer vor Tunis liegt das malerische Städtchen Sidi Bou Said. Kleine Gässchen, schöne Geschäfte, einladende Cafés und jeder Platz ein Postkartenmotiv.
Mit den weiß getünchten Häusern und den blauen Fensterläden und Türen erinnert das Ganze ein bisschen an Santorin. Und Sidi Bou Said hat einen Platz in der Kunstgeschichte. Denn hierher kamen während ihrer Tunisreise 1914 die Maler August Macke und Paul Klee. Was Macke und Klee hier faszinierte, die Leuchtkraft der Farben und ein Hauch von Orient, lässt sich heute noch genauso erspüren wie damals. Ein zauberhaftes Städtchen und ein wundervolles Ankommen in Tunesien. Tunesien ist übrigens kein Land für Langschläfer. Es ist 5.15 Uhr und der Muezzin ruft. So, jetzt brauchen Sie viel Fantasie, denn man kann es sich heute kaum noch vorstellen. Aber genau das hinter mir war einmal das Herz des antiken Karthago. Lange bevor Rom zur Weltmacht aufstieg, herrschte über das ganze westliche Mittelmeer Karthago. Und die große Kriegsflotte der Karthager und der große Kriegshafen, die waren genau hier. Und in der Mitte, wo jetzt Villen und einfache Häuser sind, lag einmal der Sitz der Admiralität. Die Karthager waren clevere Kaufleute. Und clever war auch schon Hannibal, der mit seinen Elefanten über die Alpen zog und so von hinten her die Römer überraschte, weil er aus einer ganz anderen Richtung kam, als sie dachten. Und auch die Gründungslegende erzählt uns von einer cleveren Königin von Dido. Dido, so will es die Gründungslegende, kam aus der Mutterstadt Karthagos, aus Tyros im heutigen Libanon. Wie Dido jetzt also auf der Suche nach neuem Land hierher kam, bat sie den hier ansässigen König um eine Parzelle. Der antwortete darauf, sie könne so viel Land haben wie eine Kuhhaut, also nicht viel. Und was macht die clevere Dido? Sie nimmt die Kuhhaut und schneidet sie in ganz, ganz dünne Streifen. Und diese dünnen Streifen legt sie dann einmal um den Hügel, das heutige Byrsa, drumherum und hat so genug Land für ihre Gründung. Karthago war geboren. Nun wird's abenteuerlich. Denn eigentlich wollten wir mit dem Zug ins Landesinnere nach Gafsa. Diesen Zug gibt's auch laut Internet, aber am Bahnhof sind alle Verbindungen lapidar durchgestrichen. So nehmen wir die Louage. Das sind die kleinen Sammeltaxis der Einheimischen, mit denen man eigentlich überall hinkommt, sofern man Geduld hat und Zeit. Sie sind unglaublich billig und ich finde sie großartig vom ersten Kilometer an. Es wird telefoniert, geredet, es läuft Musik und nach 5 Stunden gemeinsam eingezwängt, hat man selbst als Fremder ziemlich wahrscheinlich eine Einladung zum Abendessen. Unser Ziel ist die Wüste bei Tuzur, die wir gerade noch zum Sonnenuntergang erreichen.
Nach der langen Fahrt gestern, einmal quer durchs Land in den Sammeltaxis der Einheimischen, sind wir jetzt wieder in der anderen Welt. In Tunesien der Touristen. In einem Resort mitten in der Wüste. Mit dem echten Tunesien hat das Ganze natürlich wenig zu tun. Es ist eine künstliche Welt, die uns aber Gelegenheit gibt, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und es ist der ideale Ausgangspunkt für Exkursionen in die Wüste und ins Atlasgebirge. Why? Mit dem Allrad Jeep fahren wir tief in die Ausläufer des Atlasgebirge hinein, bis an die Grenze Algeriens. Dann geht es nur noch zu Fuß weiter. Und plötzlich eröffnet sich uns eine Landschaft, fast zu schön, um wahr zu sein. Die Oase Chepika. Ein paradiesischer Garten mitten in der Wüste. Diesen besonderen Ort werde ich noch lange zurückdenken. Hier sind wir jetzt mitten in Tuzeur. Und Tuzeur ist eine Oasenstadt und das Tor zur Sahara. Und alles hier ist authentisch. Die Ziegelhäuser, die Medina, ein bisschen 1001 Nacht. Und sobald man mit der Kamera auftaucht, hat man auch viele kleine Fans. Salam! Im kleinen Stadtmuseum bekommen wir die Bräuche der Region erklärt. Wie die Sache mit den drei Türklopfern. Die Männer, die Frauen und die Kinder. Klopft eine Frau, kann die Hausfrau drinnen beruhigt öffnen. Klopft aber ein Mann, öffnet die Hausfrau drinnen natürlich nicht, sondern ruft ihren Mann. Tuzeur hat sogar sowas wie ein kleines Nachtleben. Mitten in der Medina sind wir auf dieses nette Berbercafé gestoßen. Hier sitzen die jungen Leute bei Minztee und Berbercafé. Hier am Strand von Djerba geht nun unsere Reise von Stuttgart in den Orient zu Ende. Und ein bisschen fühlt sich hier Djerba schon wieder an wie zu Hause, denn überall wird Deutsch gesprochen, an der Poolbar gibt's Radler und neben einem am Strand liegen Hartmut und Gerda. Morgen geht's mit dem Flieger zurück nach Deutschland. In nur 3 Stunden sind wir wieder zu Hause und das kommt einem unglaublich kurz vor, wenn man, wie wir, auf dem Landweg hierher gereist ist. Sie erinnern sich, zunächst mit dem Zug über die Alpen nach Rom, von dort nach Salerno, dann mit dem Schiff weiter über Palermo nach Tunis und von dort unendlich viele Stunden mit dem Sammeltaxi in die Wüste. Aber um wie viel mehr hat man da gesehen, bei diesem langsamen Eintauchen in die Kultur? Und wie viel schöner ist das, als wenn man nur mit dem Flugzeug an einem Ort ausgespuckt wird und gar keinen Bezug hat zur Entfernung? Wir haben jedenfalls wieder mal erfahren und eindrücklich gemerkt,
was Tunesien alles bietet. Dass man hier wirklich eintauchen kann in den Orient. Und dass Tunesien so viel mehr ist als Strand und All-Inclusive-Hotels. Unvergessen bleibt mir unser Ausflug in die Wüstenstadt Tousseur. Mit ihrer ursprünglichen Medina, den unglaublich freundlichen Menschen. Und ich werde nie vergessen, wie mich diese Landschaft in der Oase Djepika fasziniert und beeindruckt hat. Ich hoffe, Sie hatten auch Freude an dieser Reise mit uns gemeinsam von Stuttgart in den Orient. Machen Sie es gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr Johannes Rausen.